Es ist 19:30, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. Beim G7-Gipfel bildet sich eine neue Front gegen China. Der Westen will der neuen Seidenstraße etwas entgegenhalten. Die Masken fallen in den Klassenzimmern, die Schulwochen werden also etwas angenehmer. Und durchaus amused zeigt sich die Queen am Rande vieler Termine. Windig und sonnig wird das Wetter morgen. Auch nicht jene, die darüber klagen, dass das EU-Asylsystem gescheitert ist. Dankeschön, Raffaella Scheidreiter, für diese Analyse live aus Brüssel. Nach der gestrigen Hier bin ich. Jemanden aufs Kreuz zu legen, kann auch Medaillen bringen und darin scheint Österreich ganz gut zu sein, wie wir noch berichten werden. Und jetzt die Meldungen des Tages. Und in Deutschland wird morgen ein neuer Bundestag gewählt. Angela Merkel zieht sich nach 16 Jahren als Kanzlerin mit der Angelobung. Aber große Angelobung. Zuerst die Angelobung. Dazu wird ein Impfangebot an den Schulen eingerichtet. Und das alles, damit großflächige Schulschließungen nicht mehr notwendig sind. Der Beitrag kommt ein bisschen später, liefern wir Ihnen nach. Wir wechseln damit das Thema und gehen in die USA. Und zum Schluss der Sendung wollen wir Sie noch kurz darauf hinweisen, dass es die Zeit im Bild seit heute auch auf TikTok gibt. Falls Sie nicht wissen, was das ist, sind Sie wahrscheinlich über 25. Sehr, sehr viele junge Menschen verbringen auf der Kurzvideoplattform ziemlich viel Zeit, unter anderem damit. Und ab sofort hoffentlich auch mit der ZIG. Das Wetter. Ja, der Streit geht also weiter. Claudia Dannhauser aus unserer Innenpolitikredaktion. Es ist ja gewissermaßen ein kleines Déjà-vu am Freitag. Da sind wir beide hier gesessen und haben versucht, unterschiedliche Ankündigungen von Kanzler und Gesundheitsminister einzuordnen. Und jetzt geht das wieder los? Ja, Claudia Dannhauser, wir sprechen vielleicht nachher weiter. Jetzt funktioniert offensichtlich diese Leitung zu Ihnen nicht. Guten Abend aus dem Infostudio mit einem kurzen Nachrichtenupdate. Tag 3 im Korruptionsprozess gegen den Ex-FPÖ-Chef. Die verschissene Zeit. Falls Sie Teenager kennen, dann kennen Sie ziemlich sicher auch das Wort Cringe. Cringe, das sind zum Beispiel so manche Chatprotokolle oder ältere Herren auf TikTok. Jedenfalls alles, wo man vom Fremdschämen Gänsehaut kriegt. Heute wurde Cringe ganz offiziell zum deutschen Jugendwort des Jahres gekürt. Ich feiere das. Das Wetter. Spaltung statt Integration sei das Ergebnis. Was stimmt? Dieser Frage sind Harald Jungrottmeier und Bernd Kuschuh nachgegangen. Die Islamlandkarte ist kein ganz neues Projekt, aber sie wurde aktualisiert und gestern präsentiert. Die muslimische Jugend kritisiert, auf der Islamlandkarte finden sich Vereinsadressen, die zugleich Privatadressen sind. Es haben sich einige Leute gemeldet und gesagt, hey, meine private Adresse ist um, ich habe Angst, ich fühle mich unsicher, ich werde heute Nacht nicht ruhig schlafen können, weil jeder sie googeln kann. Kritik an dem von der türkisen Integrationsministerin präsentierten Projekt kommt auch vom grünen Koalitionspartner. Guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Ob auf der Baustelle, im Büro oder im Lehrerzimmer. 3G im Job könnte überall verpflichtend werden. Die Stimmen dafür mehren sich. Taliban-Diplomatie, die neuen Machthaber in Afghanistan wollen bei den Vereinten Nationen mitreden. Und Feuerwalze auf der Kanareninsel verschlingt die Lava immer mehr Häuser. Wir schalten live dorthin zu Josef Manola. Sonnig und wärmer wird das Wetter morgen. Was in Italien Mitte Oktober in Kraft schon tritt. Und wegen der strengen Einreisebestimmungen dürfen keine neuen kommen. Und dass die 5000 Ausnahmevisa, die... Jetzt ist unser Ton weg nach London. Wir versuchen es später wieder nach London zu schalten.
Und vor 3 Wochen habe ich Ihnen hier erzählt, dass die Zeit im Bild jetzt auch auf TikTok ist. Nur 20 Tage später haben wir dort unsere ersten 100.000 AbonnentInnen erreicht. Da kann man ja eigentlich nichts mehr anderes sagen als... In der Nachricht, meine Damen und Herren, wir fordern den Hals. Der Kollege Epe, der Diplom-Ingenieur Bosch, wir bussen uns ab. Also das muss miterlebt haben. Das Wetter. Zweifellos auch das folgende Hingucker, die Halloween-Parade in New York. Und daher wollen wir sie Ihnen am Ende der Sendung jetzt nicht vorenthalten. Und vor allem deshalb, weil hier nicht Menschen im Mittelpunkt standen, sondern deren Hunde. Die Verkleidungen variieren und sind ohne Zweifel nur auf den ersten Blick zum Erschrecken. Mancher Vierbeiner wurde vorsorglich als Bischof zur Prämierung der Kostüme nach Manhattan gebracht. Wenn das nicht auch bei uns Einzug hält. Sicher nicht. Wir verabschieden uns. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Rote Ampel. Fast in ganz Österreich wird die Corona-Ampel auf die höchste Risikostufe gestellt. Wie es weitergehen könnte, bespreche ich mit Günther Mayer. Moskau im Lockdown. In Russland spitzt sich die Lage zu. Wir schalten zu unserem Korrespondenten Paul Kriese. Wind als Gefahr im Rax-Gebiet. Der Kampf gegen die Flammen geht weiter. Dazu eine Einschätzung von Gernot Rohrhofer. Und Nebel oder Sonne und nicht Paul Kriese bringt das Wetter heute. Jeden Einzelnen in diesem Land. Viele Länder stehen derzeit vor der Frage. Der Sporttag hat aber noch anderes gebracht. Etwa im Motorsport. In der Formel 1 ist der Heim Grand Prix in Sandford zur Triumphfahrt für Max Verstappen geworden. In den Seitenblicken sehen Sie gleich einen Flohmarkt mit prominenten Verkäuferinnen, dessen Reinerlös an das Wiener Hilfswerk geht. Und in ORF1 hat Hallo Österreich Tipps und Tricks, wie man die Kinder von der Spielkonsole raus ins Grüne bringt. Für uns also, die Älteren, reicht ja eigentlich der Wetterbericht, um uns nach draußen zu locken. Markus Watzak wird sich bestimmt nach der Fanfare gleich Mühe geben. Vor der Fanfare komme ich noch. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bis morgen. Auf Wiedersehen.